Auf der ersten Etappe unseres Sommerturns 2017 wollen wir von der Windö Marina in Schweden nach Danzig segeln. Die Schweizer Fahne kann gesetzt werden, Boot und Crew sind bereit für das große Abenteuer. Wir verlassen die Windö Marina und fahren zum ersten Mal den Kolljö Fjord hinunter in Richtung offenes Meer. Sobald wir das offene Wasser erreichen, haben wir tollen Segelwind. In der ersten Etappe fahren wir nach Norwegen, Fredrikstad, um unser Boot erst einmal aus der EU-Zone zu bringen. Kurz vor Fredrikstad passieren wir die Color Line Fähre, welche zwischen Sandefjord Norwegen und Strömstad Schweden pendelt. Amelia am Schwimmsteg von Fredrikstad am nächsten Morgen. Das Zollgebäude liegt gleich um die Ecke und wir können Amelia in Norwegen einklarieren. Bevor es weitergeht, machen wir einen kurzen Spaziergang im schönen Fredrikstad. Am nächsten Tag geht es südwärts nach Smögen. Eine kurze Stärkung, denn vor uns liegen ca. 60 Seemeilen. Problemlos segeln wir zum mondänen Naturhafen Smögen. Hier zeigt man gerne, was man hat. Neben der Schickimicki-Meile finden sich aber auch schöne authentische Hafenbereiche. Wunderschöne Natur, nur wenige Schritte vom Hafen entfernt. Stolz weht die Schwedenflagge. Nach einem feinen Nachtessen lassen wir den Abend im Hafen ausklingen. Am nächsten Morgen Blog schreiben sowie Wetter und Route studieren. Für die nächsten 2 Tage ist starker Westwind angesagt, welcher nachher für eine ganze Woche auf Süd drehen wird. Deshalb entscheiden wir, gleich loszulegen und nonstop nach Kopenhagen zu segeln. Der Naturhafen von Smögen. Wir verlassen Smögen mit Kurs Süd. Wie im Wetterbericht vorausgesagt, ist es die ersten 2 Stunden noch windstill und regnerisch. Danach können wir Segel setzen. Angenehmes Halbwindsegeln. Über Nacht wird der Westwind bis auf 7 Beaufort aufdrehen. Gastlandflagge wechseln, denn bald kommen wir in dänische Hoheitsgewässer. Steuerbord das schmucke Schloss Kronborg von Helsingør. Angenehmes Segeln Richtung Kopenhagen. Kopenhagen voraus, wo mag wohl die Einfahrt sein? Am Kai liegt ein großes Kreuzfahrtschiff und bald fahren wir an der Oper vorbei. Wir belegen Amelia am Wartesteg und machen uns zu Fuß auf die Suche nach einem freien Liegeplatz. Wir haben Glück und können Amelia gleich verholen. Unzählige Kanäle durchkreuzen Kopenhagen. Zu Wohnraum umgebaute Lagerhäuser. Das stattliche Börsengebäude von Kopenhagen mit Kupferdach wurde 1624 erstellt. Viele monumentale Bauten und Schlösser. Dieser stolze Reiter steht vor dem Schloss Christiansborg. Dem Schloss angegliedert sind die königlichen Stallungen.
individuelle 5-Stern-Betreuung der edlen Pferde. Gleich um die Ecke wieder moderne Architektur. Abwechselnd mit alten Quartieren und schönen Fachwerkhäusern. Heute unternehmen wir eine Bootsfahrt kreuz und quer durch Kopenhagen, vorbei an der Börse und neueren Gebäuden. Hier das extravagante Opernhaus. In diesen Schuppen befanden sich früher die Galeeren zur Verteidigung der Stadt. Die königliche Yacht Danneborg von 1932 und große Kriegsschiffe nicht weit entfernt. Vorbei am Opernhaus geht es zurück zur Innenstadt. Wir fahren an Amelia vorbei. Unter diesen Brücken heißt es Kopf einziehen. Auch seitlich bleibt kaum Platz. Wir schlendern durch das Hafenquartier. Über diese Brücke geht es zurück zu Amelia. Jetzt wollen wir noch die Oper besichtigen. Die einzige Aufführung in den nächsten 3 Tagen startet in 20 Minuten. Kurz entschlossen kaufen wir Tickets und erleben eine wunderbare Aufführung von Verdis Macbeth. Baubeginn dieser Kirche um 1749. Das Bauprojekt in Marmor überforderte alsbald den dänischen Staatshaushalt. So endete der angefangene Bau für über 100 Jahre in einer Bauruine und konnte erst 1894 fertiggestellt werden. Zeremonielle Wachtablösung vor dem Schloss Amalienborg. Von wegen Frauenpower, hier ist schon lange Emanzipation angesagt. Kopenhagen ist nicht nur ein Schiffshafen, sondern offensichtlich auch ein Flughafen. Frühmorgens warten wir auf die erste Brückenöffnung, denn wir wollen jetzt in einem Zug nach Bornholm segeln. Die Brücke geht auf und das Signal schaltet auf grün. Freundlich winkt uns der Brückenwart zum Abschied. Vorbei geht's an der stolzen Oper und die Fender werden verräumt. Schon kommen wir ins offizielle Fahrwasser vor Kopenhagen, die riesige Brücke hinüber nach Schweden. Herrliches Segelwetter. Bornholm, wir kommen. Wir legen erstmal im großen Außenhafen an und gönnen uns die verdiente Stärkung nach gut 24 Stunden unterwegs. Typisch gedrungene Häuschen im dänischen Stil. Am folgenden Tag unternehmen wir eine ausgedehnte Fahrradtour. Wir sind überwältigt vom satten Grün und der Natur der Insel. Überall gepflegte Fahrradwege.
Wir radeln nach Norden zum schönen touristischen Ort Sandvík an der Nordspitze der Insel. Nach der Rückkehr verholen wir Amelia in den nahegelegenen Yachthafen. Heute haben wir etwas Besonderes vor. Wir haben uns für einen Halbmarathon-Wettkampf angemeldet. Erst geht es einmal ca. 15 Kilometer mit den Fahrrädern zum Start. Schon bei der Anmeldung scheinen wir eine Attraktion zu sein, denn hier ist noch nie jemand aus der Schweiz gestartet. Gruppenfoto der Teilnehmer. Einstehen am Start und schon geht's los. Es ist warm heute und die Strecke ist recht kupiert und anspruchsvoll. Moni gewinnt den Wettkampf und läuft als erste Frau im Halbmarathonfeld durch das Ziel. Ich brauche dafür schon etwas länger. Aber auch ich schaffe den Zieleinlauf. Wir freuen uns über den wunderschönen Wettkampf. Als Siegesprämie gewinnt Moni diesen Laufschuh von Brooks. Nach dem Wettkampf großes Picknick im familiären Rahmen. Alle hatten etwas mitgebracht. Moni und ich wagen begeistert dieses erste Tattoo. Wir sind aber dann doch froh, dass es nur aufgeklebt ist. Nach all diesen wunderbaren Erlebnissen auf Bornholm soll es nun nonstop nach Danzig gehen. Der Blick zurück nach Rönne. Und bald fahren wir Vorwindkurs im Schmetterling. Ob wir wohl so genüsslich bis Danzig kommen werden? Eher nicht, denn wir passieren ein Sturmtief mit 7 bis 8 Beaufort Windstärke und hohen Wellen. Wir sind froh um unseren Pilot Saloon, wo wir geschützt am Trockenen sind, statt auf dem sturmumtobten Deck. Kurz vor Danzig beruhigen sich Wind und Meer. Wir passieren die Danzig Traffic Control. Und fahren vorbei an dieser alten Festung ins ausgedehnte Werftgebiet. Imposante Dockanlagen und Werfteinrichtungen. Fast gegenüber dem Hafengelände liegt das berühmte Krantor. Wir finden einen Platz im Stadthafen am Schwimmsteg. Die Überfahrt von Bornholm nach Danzig betrug 182 Seemeilen. Ob das wohl Kolumbus ist, der gleich hinter uns einläuft? Eine einheimische und sehr nette sowie kompetente Fremdenführerin zeigt uns die Stadt. Wir sind überwältigt von der Schönheit und der vielfältigen Architektur. Viel Marmor an den Außenfassaden, aber auch in den Innenräumen.
kaum vorstellbar, dass Danzig am Ende des Krieges so ausgesehen hatte. Ab und zu noch Baustellen auf der Rückseite der Häuser. Es gibt viele Bernsteinläden in Danzig. Diese charmante Verkäuferin zeigt uns den Unterschied zwischen echtem Bernstein und Fälschungen. Hier eine Gedenktafel des schrecklichen Zweiten Weltkriegs. Hier wurden alle Postbeamten erschossen, nur weil sie eine Uniform trugen. Jetzt gehen wir zum eindrücklichen Solidarność-Museum von Danzig. Es wurde 2014 eröffnet und ist ganz der Solidarność-Revolution in Polen gewidmet. Tolle und informative Ausstellung in einmaliger Architektur. Hier der schöne Blick vom Museumsdach. Am Ende der spannenden halbtägigen Tour dürfen wir unsere nette Reiseführerin noch zu uns an Bord zum Kaffee einladen. Danzig erleben wir als musikalische Stadt. Überall hat es Musikanten, welche auf professionellem Niveau aufspielen. Die Markthalle werden wir später besuchen. Gleich hinter dem Yachthafen das Riesenrad. Zum feierlichen Abschluss des Tages gibt es feines Essen an Bord. Heute unternehmen wir eine Fahrradtour zum mondänen Badeort Sopot. Wir freuen uns über die tollen Fahrradwege. Hier gibt es allerlei Touristenattraktionen. Groß und klein ist am Baden. Auf dem Rückweg besuchen wir noch diese wunderschöne Kirche. Und werden zurück in Danzig wieder mit toller Musik empfangen. Den Besuch des einmaligen Marktes haben wir uns bis zum Schluss aufgespart. Wir sind überwältigt vom tollen Angebot. Alles ist super reif, frisch und schmackhaft sowie für unsere Verhältnisse sehr günstig. Hier gibt es zum Beispiel Rindsfilet für 9 Franken das Kilo. Auch der übrige Teil des Marktes ist eindrücklich. Brauchen wir vielleicht neue Jeans? Oder doch besser ein Nachthemd für an Bord? Für 2 Personen haben wir doch reichlich eingekauft und werden entsprechend die nächsten Tage bestens essen an Bord. Musik.
Hier nochmals die Übersicht der ersten Etappe unseres Sommerturns 2017.